Herzlich willkommen zurück zu Modern Warfare 2. Wir warten noch nicht lange, wir starten hier direkt rein in den Nahkampfmodus. Wir benutzen die hier bevorzugt jetzt zu Anfang, damit wir hier die MPs hochkriegen. Weil klar, mit der MP kann ich ganz gut Kills machen, gar keine Frage, ne? Aber ich treffe Torso, ne? Also Oberkörper, ich treffe dann hier so hin. Und dann durch den Rückschuss kommen wir dann vielleicht auch noch hier und machen dann zum Glück noch einen Kopfschuss. Und das dauert einfach viel zu lange, wenn wir immer nur auf den Oberkörper ziehen. Und wenn wir nur auf den Kopf ziehen, dann verlieren wir halt die meisten der Gefechte, weil du bist dann so ganz leicht daneben oder so dran vorbei. Und dann war es das wieder. Und das ist halt einfach ärgerlich, ne? Oder die Leute, die hüpfen wieder wie die allerletzten um die Ecken, ne? Wo du dir auch denkst, Junge, was ist euer Problem? Dass sie um die Ecke rennen, hüpfen und dabei wieder zielen und mit einem Sniper dich auf einmal mit voller Visierung aus 3 Metern dir einen Kopfschuss setzen. Das ist einfach so, nee, einfach nee. Ja, ich denke, die können wir hier auch an der Mitte ganz gut anwenden. Auch wenn die anderen Sniper, also die richtigen Scharfschützengewehre, mit einem Schuss killen. Wir brauchen, glaube ich, zwei oder drei. Stellung. Deswegen könnten wir da auch einen kleinen Das Nachteil Zielgebiet haben. sichern, um zu gewinnen. Wechsle das Magazin. Zielgebiet bestätigt. Ja, das Zerstöre meine ich, ne? Sniper, der bockt auf, Hinter dir. zielt sich eben kurz ein und dann war es das für uns. Ah, unten war auch noch einer, den weiß. Nee, dann gehen wir lieber hier auf die Long Distance. Aha. Danke dafür. Ja, wenn du so geblendet bist, dann, tja, was willst du da groß machen, ne? Das ist halt das kleine Magazin, das ist dann halt problematisch mit seinen 12 Schuss, ne? Das kann dann auch schon mal zu Problemen führen. Der ist doch hier direkt neben uns, oder nicht? Ja, so triffst du nix. Das war eigentlich schon zum Scheitern verurteilt. Gebe Deckung. Stellung einnehmen. Wir sind in Führung. Sichtung aktuell Ziel. Mann, ich fall auch drauf. Kannst mir nicht erzählen. Das schafft die Trophy leider nicht. So ein Luftschlag abzuwehren. Ah, ekelhaft. Kopfschuss mit der MP. Ach komm, ich habe sogar gewartet. Mensch. Bam, Kopfschuss. Nice. Davon brauchen wir mehr. Sehr schön, aber das mit der Sekundärwaffe auch jetzt erledigt, den Auftrag. Ja, okay. Aber ein Assistant immerhin das. Ja, die ist relativ stabil, ne? Das ist tatsächlich doch echt überraschend, wie stabil das Ding hier ist. Ach, komm schon. Alter, genau sowas meine ich, wenn sie wieder ekelhaft um die Ecken hüpfen, ne? Feinde innerhalb des Perimeters.
Öffne das Magazin! Tadam! Leider nicht geschafft, das Ding einzunehmen und zu halten. Feindlicher Vitol im Anflug. Feindkontakt! Bestätige nächste Stellung. Bereithalten. Da kommt der Blitz an der Hand. Ach komm, ich bin genau reingelaufen. Scheiße. Die Stellung einnehmen. Kontakt! Feindlicher Helikopter ist im Anflug. Ach, kannst du mir nicht erzählen, hör doch auf! Hau ab! Ach komm! Null Deckung! Zwei Helikopter, also einmal so ein VTOL und einmal ein Helikopter. Euer Ernst? Alter, so macht das doch echt keinen Spaß. Alter, nee, kannst du mir nicht erzählen, die Scheiße, ey. Von wo? Okay. Gebäude, Gebäude, Gebäude. Oh, safe. Ziele überprüfen. Wechsle Magazin. Die Sausäcke. Die Sausäcke. Ja, natürlich. Was auch sonst. Schnell, schnell, schnell! Kontakt! Die Stellung wird verlegt. Bereit. Tja. Feindliche Drohne aktiv. Auf die System aktiviert! Ach komm schon! Wir haben halt Möglichkeiten, sich aufzustützen und ich nicht. Das ist unfairer. Ich bin bei dir. Hauptschuss. Feindliche Truppen bei der Stellung. Lade nach. Verdammt. Bestätige nächste Stellung. Werfe Blendgranate. Scheiße, mich selber geblendet. Oben am Rahmen. Hab ich einen Kill gemacht? Das hat sich so angehört mit dem Geräusch. Ah, ne, mit der Granate habe ich einen Kill gemacht. Okay. Zielort aktualisiert. Stellung einnehmen. Nice. Kill. Läuft. Sauber. Lade nach. Lade panzerbrechende Munition. Wechsle das Magazin. Feindliche Truppen bei der Stellung. Unter direktem Beschuss. Tja. Auch nicht gut, ne? Feinde innerhalb des Perimeters. Nächste Stellung wird lokalisiert. Bereit machen. Feindlicher Mörder. Ach, verdammt! Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Ach, komm, schalt doch auf mit diesen blöden Mörsern und so einem Scheiß hier. Mensch, die will doch keiner haben. Ja. Läuft gerade irgendwie einfach nicht. Jeder hat jetzt auf einmal irgendwie einen Mörserschlag. Jeder. Einfach jeder.
Stellung wird verlegt. Bereit halten. Ja, super, wir lagen auch in einer Flucht. Perfekt für den Gegner. Scheiße. Ja, super. Gespawnt, ich mal zwei Granaten rausknüppeln können und schon tot. Ah, lief glaube ich nicht ganz so gut wie die anderen Runden in der letzten Folge. Schauen wir nochmal rein. 47, also das hat jetzt irgendwie keinen richtigen guten Fortschritt gemacht. Das ist natürlich nicht schön. Das ist eigentlich alles andere als schön, aber gut, so ist es halt, ne? Das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus, würde ich behaupten. Können wir mal ausprobieren, vielleicht klappt das mit dem Ding besser. Na dann, einnehmen. Schnell, schnell, schnell. Und weiter geht's. Ja, ja. Hab ich schon gedacht. Aber hier können wir ja dann auf dieselbe Distanzen auch dann mal das hier ausprobieren. Das müsste ja bedeuten, besser laufen. Optik ist vielleicht nicht ganz so sauber, klar und gut. Weil es halt ein dicker roter Punkt ist. Aber damit lassen sich, denke ich, auch ganz gut Kills machen. Vor allem, du kannst ja, glaube ich, von Einzel auf auch auf Vollauto umstellen, ne? Genau, für sowas ist es ganz wichtig, dass man da auch die Möglichkeit der Umstellung hat. Arschgeige. Der ist echt versucht, ey. Ich dachte, der wäre jetzt oben über den über die Kiste gekommen. Ist das?
Nö, eigentlich jetzt nicht, aber gut. Habe ich zumindest gedacht, dass es passieren würde. Scheiße. Zielobjekt Bravo wird gesichert. Molotov geworfen. Feindliche Drohne in diesem Sektor. Diesen Alpha. Feind ausgeschaltet. Von hinten, deswegen konnte ich auch nicht rückwärts laufen, weil der mich blockiert hat. Ey, der Feind hält fast alles, ne? Das ist echt nicht gut, ey. Sichert diese Positionen. Wir kontrollieren. Tadam. Werfe Blendgranate! Wechsle das Magazin! Ja! Bravo wird gesichert! Ich schieb ein neues Magazin rein! Charlie, das Einzige, was wir noch haben. Ja, von oben. Nee, das wird hier so nix. Das ist ein bisschen schade, finde ich. Kümmern wir uns mal um Alpha. Erobern Alpha. Unsere Drohne umkreist. Ich hab's mir schon gedacht, aber. Erobern Bravo. Feindliche Bombendrohne in diesem Sektor. Der Feind sichert Charlie. Eieiei. Da hat mich aber auch direkt erwischt, ne? Online. Woo! Nur auf die Karte geguckt. Warum ist da ein roter Punkt direkt so close? Der Feind erobert Charlie. Alpha wird gesichert. Bravo wird gesichert. Scheiße. Das wird doch hier so nix. Man gebe mir die AK. Man gebe mir die AK. Vielen Dank. Ah, shit. Ich habe echt zweimal hingucken müssen, bis ich den gesehen habe, ey. Scheiße. Das ist nicht gut. Mann, ich hab extra auf den gewartet und dann kriegt er mich auch noch. Scheiße. Und nochmal, weißt du, direkt nach dem Spawn. Das regt mich so immer so auf, wenn du direkt nach dem Spawn umkippst. Der Feind hat zwei Zielobjekte erobert. Vorrücken und einnehmen. Feindliche Drohne in der Luft. Ja, ich krieg die zwar raus, aber halt nicht, nicht passend. Ich dachte, ich hätte was gehört. Der Feind hat Alpha eingenommen. Scheiße, voll reinmarschiert in den Molotow. Ärgerlich. Zielobjekt Bravo ist kompromittiert. Holt es zurück. Kopfschuss! Verdammt, von hinten. Nein! Ah! Scheiße! Komm, nimm doch mal hier richtig wieder ein. So. Einmal verteidigt. Einen hat's erwischt. Wechsle das Magazin! Der Feind kontrolliert zwei Zielobjekte. Erobert sie! Zielobjekt Bravo wird gesichert. 14 zu 17, schlechte KD. Ja, ja. Mich doch eher auf den unten konzentrieren sollen. Aber du weißt es ja vorher nicht. Blendgranate geworfen. Feindliche
Ja, den einen hast du halbwegs raus, da kommt schon der nächste. Wie aufgeteilt wir über die Karte laufen und wie die laufen, naja, ich weiß ja nicht, ne? Ja, du siehst ja jetzt schon so ein bisschen, dass da nichts wird, diese Runde. Meine Munition wird hinter dir. Der Feind erobert Alpha. Werfe Täuschgranate. Täuschgranate geworfen. Wir verlieren Alpha. Zielobjekt Bravo wird gesichert. Verdammt! Ja, selbst das kurze Abwarten wird direkt schon wieder bestraft. Gar keine Möglichkeit gehabt hier. Zielobjekt Charlie ist kompromittiert. Holt es zurück. Bin getroffen! Halt dich nicht down! Mehr Glück beim nächsten Mal. Drohne online. Ziel ausgeschaltet. Kanine steht bereit. Lade nach. Clustermine gelegt. Wechsle das Magazin. Wir kontrollieren zwei Zielobjekte. Granate geworfen. Ein neues Magazin rein. Molotow geworfen. Da kommt ein feindlicher Mörser. Greife den Feind an! Als der Mörserschlag zu Ende mich hier aus der Ecke rauskommt. Das gefällt mir nämlich hier in der Ecke nicht. Genau deswegen, weil du dich halt nicht wegbewegen kannst. Du hast keine Deckung. Ja, außer halt, dass man dich vielleicht übersieht. Das ist dann im Prinzip deine Deckung. Gehen wir mal hier lang. Eingesteckt. Scheiße von der Seite. Verdammt! Jungs, nicht lang schnacken. Rein da! So geht das. Einmal pushen hier und nicht da mit vier Leuten, weißt du? Mit vier Leuten sitzen sie da auf der Ecke. Ah, komm, jetzt kommt einer von hinten. Super. Genau sowas wünsche ich mir halt immer, ne? Scheiße. So, weiter geht's. Zielobjekt Charlie gesichert. Der Feind erobert Alpha. Zielobjekt Bravo wird gesichert. Wir haben Alpha verloren. Wir erobern Bravo. Mission kompromittiert. Wir sind besiegt. Sehr schön, hier wieder was. Fertig. Schön, dass wir da wieder ein Stück weiter sind. Das gefällt mir sehr. Die SO14 ist auch gar nicht mal so schlecht. Sehr schön, wir können die Bonusherausforderungen jetzt machen. 30 Abschüsse. Und Blende 3, Feinde mit Blendgranaten. Ja, das kriegen wir, denke ich, ja auch hin. Das ist ja wohl das Allerleichteste, ne? Ich denke sogar tatsächlich leichter als die Kills. Obwohl das ja auch eigentlich nicht schwer ist.
Versuchen wir es mal hiermit. Herrschaft. Strage 1, ihr müsst die Zielobjekte wir kontrollieren, Charlie. Deck. Wir haben uns die Führung gesichert. Wechsle das Magazin! Hab einen! Wir erobern Alpha! Der Feind erobert Bravo! Alpha gesichert! Molotov geworfen! Der Feind sichert Charlie. Wir erobern Bravo. Wir haben Charlie verloren. Tja, so ist das mit der Granate. Wenn du nichts mehr siehst, geht halt gar nichts mehr, ne? Gehen wir zu Charlie. Feindliche Drohnen. Alter, er campt in der Ecke, ganz ekelhaft. So richtig, richtig, richtig ekelhaft. Was ein Dreckskind, ganz ehrlich. Scheiße, Mann. Das ist echt ekelhaft, da in der Ecke zu campen. Wir verlieren Bravo. Sowas kannst du halt auch einfach nicht gebrauchen, ne? Wir haben Bravo verloren. Bravo. Fuck. Kann doch nicht sein. Was soll denn das? Na, kippen wir hier die ganze Zeit immer wieder an derselben Stelle um. Och komm! Ausgeschaltet. Wo sind meine Kopfschüsse? Ich krieg zwar Abschüsse, aber keine Kopfschüsse. Das ist gerade mein Problem. In der Mitte ist einer. Da habe ich einen Laser gesehen. So, hier sitzt wieder mal keiner in der Ecke, ekelhaft. Scheiße, komm, Munition. Verdammt, voll reingerannt. Nein! Scheiße. Ach Gott. Naja, sowas passiert, ne? Gehört halt mit dazu. Den haben wir zumindest, und das muss doch ein Kopfschuss gewesen sein, kannst du mir nicht erzählen. Da war er noch voll drauf. Da, Kopfschussvergeltung, da kommt es langsam. Ja, hier haben wir gar nicht mal so viel Munition. Yo, wie konnte er einfach so schnell sein? Das war ja halt einfach wirklich. Wow! Wir erobern Bravo! Ich schieb ein neues Magazin rein! Da, 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 da! Einen hat's erwischt! Wir erobern Bravo! Feindliche Drohne aktiv! Warum zielst du auf mich? Das war dann mindestens der zweite, den wir jetzt geblendet haben. Wir haben den echt nicht erwischt. Scheiße. Scheiße. Kannst du dir nie ausdenken. Werfe Betäubungsgranate. Bombendrohne. Tadam. Verbündeter Mörserschlag unterwegs. Verbündeter Vito. Das ist mies. Der Feind erobert Alpha. Wir
Wir haben zwei Zielobjekte gesichert. Ha! Getroffen! Tadam, das will ich sehen, das will ich sehen. Ha, das ist weggebrannt. Sehr schön. Direkt der Treffer war das auch. Zudem, ne? Schnell, schnell, schnell. Semtex! Granate! War auch kein Kopfschuss. Ich treffe irgendwie damit den Kopf nicht richtig zurzeit. Der Feind gewinnt am Boden. Drängt ihn zu zwei Zielobjekte gesichert. Wird gesichert. Achtung! Ja, der hat mich gesehen. Und ist dann erst losmarschiert. Und wir halt nicht, wir sind halt losmarschiert und haben ihn erst dann gesehen, als er schon uns versucht hat anzugreifen. Das ändert natürlich die Situation komplett, ne? Weil er dann halt schon ganz anders sich bewegt, wenn er weiß, wo wir sind. Betäubungsgranate geworfen! Achtung, Semtex! Magazin wechseln! Alles drumherum gesetzt. Mein Gott, war das schlecht. Das war gerade jetzt wirklich schlecht. Wow. Feindliche Krafttermine eingesetzt. Wir haben zwei Zielobjekte gesichert. Wir erobern Alpha. Na, war nicht gut. 13. Wir halten. Die Feinde setzen eine Bombendrohne ein. Zielobjekt Charlie ist kompromittiert. Holt es zurück. Ah, fuck! Achtung, Soldat! Der Feind erobert Bravo! Wir erobern Bravo! Semtex! Ach, direkt drei Stück! Mensch! Bravo ist kompromittiert! Zielobjekt Charlie wird gesichert! 20er Mörserschlag im Einsatzgebiet! Bravo wird gesichert! Der Feind sichert Charlie! Das Trophy-System zerstört. Bravo wird gesichert. Granate! Erobern Bravo! Granate! Ich ziehe so einen auf eine Mütze. Kann nicht sein. Und noch einer. Wir verlieren Bravo. Ja. Charlie wird gesichert. Wir kümmern uns um Charlie. Bravo eingenommen. Nach Charlie. Nimm uns den. Der Feind erobert Charlie. Hab was eingesteckt. Ah, shit. Jungs sollen einnehmen, dann kommt er nämlich da raus und dann kriegen wir den.
Oder doch nicht? Schade, war aber ein Versuch. Auf jeden Fall versucht wert. Molotov geworfen! Wir haben Alpha verloren. Zielobjekt Bravo wird gesichert. Achtung, Septex! Egal, wir haben eingenommen, gibt 200 EP. So muss das. Sich für den Sieg opfern. Werfe Betäubungsgranate! Zu früh gefahren! Werfe Molotov! Was ist denn das scheiß Trophy-Ding? So. Ich wusste, dass da jetzt einer kommt. Ich wusste es einfach. Ich hab's das schon gehört, aber. Mission erfüllt. Gute Arbeit. Wir haben gewonnen. 21 Abschüsse haben wir. 7 Eroberungen. Naja. Schön, da auch wieder ordentlich weitergekommen. Ja, ich würde sagen, das war's für die Folge und in der nächsten Folge sehen wir uns dann hier auf Shipment.